So, wen haben wir denn hier? LKW-Fahrer. Ach, das ist der vom letzten Mal. Der ist immer noch hier. Wohnt der hier? Hast du keinen Job? Also, LKW-Fahrer hat einen Job, aber warum fährst du nicht? Hey, how's it going? Peachy, interview over. Was? Das ist so ein unfreundlicher Penner. Schlechtestes Interview. Schlechter Tag? Having a bad day at the office? Work is dried up around here, and I have bills to pay. Time is money to a guy like me. That sucks. Wish I could drive right out of Arcadia Bay. Whole town is crumbling. Snow, eclipse, and a slut trying to commit suicide. Maybe you should leave then. What if I could? I don't. Hell, even that shifty Rachel What's-Her-Face asked me once if I'd drive her to Los Angeles. You knew Rachel Amber? Can you tell me about her? Nope. Christ, why don't you get a real job instead of homework? I'd love to see you Blackwell turds try to drive my 1977 Needham 18-wheeler out there. Like I said, interview over. Das ist unser Motiv für unsere Kamera. Wir haben eine neue Gesprächsfoto. Wir können ein Foto machen. Machen wir. Hey, no photo, girl. Was? Hey. Was soll das denn? Wir haben eine neue Gesprächsoption. Ich spule mal zurück. Ich gucke mal, ob das was bringt, mit ihm zu reden. Okay, sprechen. Hey, how's Überspringen. Peachy. Ist mir egal. Ah, jetzt kann man direkt über seinen Truck reden. Wir wissen natürlich, was das für ein Truck ist. Actually, I wanted to ask if that's your bitch in 1977 Needham 18-wheeler out there. How the hell did you know that? Blackwell-Unterricht, Rachel Amber. Rachel Amber. My friend Rachel Amber told me about this cool rig in town because I love taking pictures of truckers. You knew Rachel. She sure didn't give a rat's ass about truckers or real work. Oh, yeah. Oh, so you must have known her too? Only from the diner. She was just a gold digger. She belonged in California with all those you know who know whats. Good riddance. No, oh, man. But you can take pictures of my truck anytime. Take care. Danke. Machen wir direkt. Da ist nämlich die Fahne drauf, das habe ich erkannt. Schön. Haben wir ein neues Foto. Was fehlt denn eigentlich noch? Okay, zwei Personen und Ameise. Gut. Ich hoffe, wir haben die zwei Personen jetzt nicht irgendwo übersehen. Das wäre natürlich nicht so gut. Ein Foto zu verpassen, okay, aber zwei... Oh, da liegt ja noch ein toter Vogel, ich glaub's ja nicht. Tornadoes, snowfall, eclipses, now dying animals? Holy shit. Ja, das ist echt nicht gut. Zeitung, was sagt denn die Zeitung? Die haben wir, glaube ich, schon gelesen. Oh Gott, that is so embarrassing. I'm gonna get trolled hard. Hä? Ja, das haben wir doch schon. Das hatten wir schon gelesen. So, da kommen wir ja nicht weiter. Was sagt denn unsere Obdachlose da hinten? Was ist das denn hier? Alter, was ist das? Das sind Ameisen. Erstmal ansehen. Look at that. So sad and disturbing and beautiful at once. Boah. What an amazing shot. Okay, davon machen wir ein Foto. Ominous. Die Pixel-Ameisen. Okay, das waren jetzt zwei Fotos direkt hintereinander. Tatsache. Oh Gott, ich hoffe, wir haben das Foto nicht verpasst. Rechts. Scheiße. Naja, vielleicht kommt es ja noch. Da liegt noch ein toter Vogel. Oh, ich bin gerade über die Ameisen gelaufen. Na, la, 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 sorry. Okay. Hier ist nichts mehr. Wir reden mal mit hier unserer obdachlosen Freundin. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Ups. So. Hi, how are you? I remember you. I heard about that girl almost jumping off the Blackwell roof. So ist es. Kate, Rachel, traurige Woche. Ja, es ist eine traurige Woche. It's been a sad week. Doesn't even matter that I got expelled from Blackwell.
Maybe you're better off. Yeah. But you're so damn young. Oh, if I could go back and be your age again. Mm. I truly wish I could help you. You did the last time you talked to me. Good. Now you look like you could do with help of your own. Just to find some answers. I'm probably a bigger snoop than you. People pretend to not see me. So I see everybody and everything. Nathan, Frank, David Madsen. Ja, wir brauchen ja jetzt die Schlüssel von Frank. Vielleicht hat sie ja Infos. Frank Bowers knew Rachel. Have you seen him around? I heard him bragging that he took a gun from some trespassers. Na toll. I don't know how he hasn't been arrested yet. Sounds like you know a lot more than me, child. Mm-mm. I just think Arcadia Bay is in trouble. Maybe you'd like to tell me what you're hiding. Sag die Wahrheit. Nichts zu erzählen. Wir sagen immer die Wahrheit. Warum nicht? I feel like I can trust you as much as Chloe. Hm. And you wouldn't think I'm crazy. Too late for me to judge anybody. Plus, you're not crazy. I'm just gonna say this. I had a vision of Arcadia Bay being destroyed by a tornado. Oh, okay. For real. Could be. Bad mojo is in the air this week. Thanks for the warning, Max. Ross, wir haben ihr die Wahrheit erzählt. Geh noch mal kurz rein, gucken, was es hier so gibt. Hier ist noch ein toter Vogel. Hier ist nix. Ein paar Waschmaschinen, die wir jetzt nicht aufmachen können. Ja, hier ist nichts. Okay, wir haben der Obdachlosen die Wahrheit gesagt. Ich finde es jetzt aber nicht schlimm. Warum auch nicht? Okay. So, hier LKW-Fahrer aus dem Weg. Ich muss hier rein. Ich muss zum Frankie Boy. Und seine Schlüssel klauen irgendwie. Good Lord, Bacon. I'm ready to nosh again. Mm. Oh, but I need to get those keys from Frank. Mm, das stimmt. Warren? Was ist los? Okay, es ist offiziell ausverkauft, aber ich habe uns Tickets organisiert, musste dafür ein paar Typen verscheuchen. Verdammte Nerds. Ja. Yo, Warren, wir schreiben dir einfach nicht zurück. Es tut mir leid. Max tut es einfach nicht. Und ich kann es nicht. Go Ape! That will be fun to take a road trip to the drive-in with Warren. Max needs more fun. Retro-Freitag im Autokino Newburgh. Lasst den Affen raus. Dystopische Halloween-Nacht von 1970. Eroberung vom Planet der Affen. Cartoons, Trailer und Preise. Jedes Auto $10. Verstecken im Kofferraum unnötig. Eine Nacht der Cartoons, Trailer und rasenden Affen. Freitag, 25. Oktober, Autokino Newburgh, Oregon. Notiz: Suche nach weiblicher Begleitung. Ruf mich an. Oh Gott. Das könnte auch Nathan sein. So, was haben wir denn hier? Hier ist nix, mit dem kann man nicht reden. Nathan! Nur ansehen. Nathan und Frank together? That's a bad combo. Das stimmt. Und er hat seine Kamera dabei, wie ich sehe. Was hat er vor? Auf wen wartet er? Was hat er vor? Irgendwas. Irgendwas ist doch mit ihm. Okay, hier haben wir uns schon alles angesehen. Angeschaut. Den Polizisten. Können wir uns auch ansehen. Never mind me, Officer. I'm just here to steal a drug dealer's keys. Nichts Ungewöhnliches also. So. Postkarten haben wir alles schon gesehen. Mal gucken, ob auf der Toilette irgendwas Neues ist. Alter. Also. You should have jumped, asswipe. Kate should have jumped. Sie hätte springen sollen. Wer auch immer das geschrieben hat. Das ist echt traurig, Mann. Das ist wirklich traurig. Ja, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Graffiti ansehen? Shit. What are the other signs then? Was? The seventh sign. The sea and sky will turn black and living things die because of it. Das ist Weltuntergangsstimmung hier gerade. Und genau darauf läuft es, glaube ich, hinaus. Der Tornado wird alles zerstören. Ich hoffe nicht. Die Dose verteilen?
Teller verteilen? An wen denn? Okay, wir reden erstmal mit ihm. Bevor wir irgendwas verteilen. You have serious balls, little girl. But hanging out with Chloe, playing with guns, and dressing up like Rachel doesn't make you cool or tough. What the fuck do you want? Take a picture of me and I'll break your fucking camera. How do you know these are Rachel's clothes? Because she looks beautiful in them and you look like ass. You're lucky I just took that gun from you. Grab your keys and let's check out your RV. Let's not. You fucking creep me out. In other words, Max, no keys. Maybe I could chat up that officer, or even Nathan, and then go all Groundhog Day on them until I get the info I need. Den Polizisten ansprechen oder Nathan? Mal gucken, was das bringt. Ich habe gerade keine Ahnung. There she is, Super Maxine. Hallo. That's your new nickname around the bay. Sorry, but you did earn it. We're all real proud of you for helping Kate down. Yeah. Thanks, Officer Barry. I was just lucky. And right on time. Mm-hmm. Kate is who counts. I'm glad you're representing Blackwell Academy. Komische Stadt, Kate Marsh, David Madsen. Weiter? Was ist weiter? Nathan Prescott, gehen. Pff, ja, Nathan Prescott, warum nicht? I thought Nathan Prescott represents Blackwell. Well, don't make me backwash this bacon. You know what the Prescotts represent. Taking over Arcadia Bay? Mm-hmm. You're not far wrong, Max. I heard the Prescotts are working on some new big land deals. Mr. Prescott helped out my family once a while ago. So I made a deal with him that I can't seem to get out of. Man, if I could get one instant replay in life. I better finish my breakfast first. Okay, wir können zurückspulen. Ja, wir machen jetzt mal ein Replay für dich, Senior Officer. Mal gucken, was wir zu sagen haben. Überspringen wir alles. Thanks, Officer. Ja, ja. I'm glad you. Na klar. So, was weiter? Abmachung mit den Prescotts. Was haben wir denn da? Well, I heard a rumor you were working for the Prescott family on the side. Jesus, doesn't this town ever shut up? I don't blame you for getting extra work. Look, sometimes I check up on the Prescott family to make sure they're doing all right. Nathan included. Keep this quiet, Max. Try interrogating somebody else, Lieutenant Caulfield. Diese Schlüsselinformation kannst du entweder bei Frank, Nathan oder bei Barry, hier dem Polizisten, einsetzen. Ich gehe mal direkt zu Frank, oder, wobei es betrifft ja Nathan. Ich gehe mal zu Nathan, mal gucken, was er dazu sagt. Sprechen. Rachel! What the fuck? Oh, look, Max Amber. Is that your punk rock girl outfit now that you've been suspended? Der war ja echt geschockt. Thanks for trying to get me in trouble, you tweed bitch. Sag mal, glaub's ja wohl considering nicht. We're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. Oh, yeah? You shouldn't have bitch snitched on me to that fucked up principal. Doch, hast du verdient. Dein Vater. Dein Vater, Mann, dein Vater. Kate Marsh, Drogen im Angebot. Und Info des Polizisten. Was gibt's noch? Rachel und Frank? Ich gehe mal direkt auf Info. I heard your dad hired a local cop to keep an eye out on you and Frank Bowers. Like a babysitter. Bullshit. My dad doesn't hire. He owns. And these pigs know better than to narc on me. Do they? I hope that means Frank won't get busted. Eventually he will. Guy's into some freaky shit. He told me once he took a weird blood oath for Rachel. Forget I told you that. Seriously. Now get off my crack, whore. Keep your pie holes shut. Alter. Okay. Wir können das jetzt wieder verwenden. Ich verwende das jetzt nochmal hier bei Nathan. Vielleicht erzählt er mir dann mehr. Na? So, sprechen. Rachel! Ja, ja, ich bin's, Rachel. Ein Vatermann. Weiter. Blutschwur, damals doch. Weren't you supposed to keep your mouth shut about the blood oath Frank took for Rachel? Blood oath? Who,
What the fuck? I never told anybody about that freaky shit. Besides, everybody knows Frank is a liar and a loser. Even Rachel did. Yet Rachel Amber hung out with him more than you. So? Rachel wanted Frank's stash. She let him take pictures, then he carries around her photo like she posed for love. Dumbass. Okay. Können wir das jetzt nochmal? Oder können wir das jetzt bei Frank? Ich probier's mal jetzt bei Frank. Mal gucken, was er dazu sagt. Ich hab gerade keine Ahnung, was ich tue. Wie ich da mit dieser Info an seine Schlüssel komme, ehrlich gesagt. What the fuck now? Rachels Foto. Chloes Schulden? Ich mach mal Rachels Foto. You know I saw that photo Rachel gave you. How do you know about that? Huh? Chloe, right? She just told me that one of Rachel's favorite pictures was the one she did for you. Really? Yeah, I mean, that's what I thought. She was just a natural beauty, you know? Wait, let me find it. Here, judge for yourself. Da sind die Schlüssel. Da sind die Schlüssel. Ich kann mir das Bild gar nicht anschauen, aber ich kann die Schlüssel nehmen. I'm afraid I'll have to take the keys now, asshole. You did not just do that. Give me back my keys, bitch. Give me my keys now. Okay, ist ja gut. Dann eben nicht, Mann. Wäre auch zu einfach wahrscheinlich. Naja. He brought. Now back to Chloe. What? Ich meine, das war einfacher als erwartet. Wir haben die Schlüssel. Wir haben einfach zurückgespult. Na klar, wir haben die Schlüssel in der Tasche und der hat nichts gemerkt. So, tschüss. Folgen, was kommt? Das war ja voll gut. Richtig gut. So. Willst du mich verarschen, was? Ach nee, du schon wieder. Ach komm. Warte. Ja, können wir nicht wieder warnen? Are you shitting me? Geil, okay. Komm. Oh Gott, mein Nasenbluten fängt gleich wieder an. Alyssa, watch out! Alyssa, watch out! Quit thinking, Max. Quit thinking, Max. Alyssa, was geht? That was close, Alyssa. Okay, Max. This is the third time you've saved me from harm's way. You must be my angel. In jeder Don't Episode. I haven't done anything special. You've paid your dues by saving Kate's life on the roof. You really are a Blackwell hero, Max. Kate ist meine Freundin. Ich hatte bloß Glück. Stimmt. Suspendierung. Kate ist meine Freundin. Klar. I'm just glad she came down. Kate's a good person. Yeah. My friend. And she was almost bullied to death by a video. It's fucked up. But you're an amazing friend. I want to make sure she knows how many friends she really has from now on. Amen to that. Max, we should get a posse to see her in the hospital when they allow visitors. Let's hang later and talk some more. Dieser Akzent ist der Knaller. Ja, wir besuchen dich, Kate. Wir werden dich besuchen kommen. So, wir haben uns alles angeschaut, ja. Ja. Tür des Wohnmobils. Ansehen. Schlüssel zum Wohnmobil. Ja, komm hier. I should have known. The amazing Spider-Max. I couldn't have done it without Frank. Now let's get in and out. You'll need this, Max. So einen dreckigen Knochen gefunden. On your mark, get set. Throw. Richtung Straße werfen, Richtung Parkplatz werfen. Okay, Richtung Straße werfen, das hört sich nicht so gesund an, muss ich sagen. Richtung Parkplatz werfen würde ich machen. Ich will ja nicht, dass hier was passiert, Hundi. Ich versuche erstmal Richtung Straße, weil das hört sich irgendwie nicht so gut an für den Hund. Probiere ich erstmal aus und danach Parkplatz. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich nehme die
Entscheidung, da wo dem Hund nichts passiert. Ich möchte nicht, dass ihm was passiert. Also Richtung Straße erstmal. Get the treat, treat boy. Ja. The meat is in the street. Oh no! Please, please do not let that poor dog be hit. I bet he's fine. I'm sure he is. Come on, we definitely don't have time to waste now. Oh nein. Oh nein, oh nein. Geh nicht rein. Warte, warte, warte. Oh, please, please don't let that dog be hurt. Or worse. Oh mein Gott. Nope, I don't want to go there. Och, du willst dahin. Der liegt da. Ich glaube, der liegt da am hinteren Reifen. Also links. Ganz links der Reifen, der liegt da. Alter, nee. Sorry, das kann ich nicht bringen. Absolut nicht, das kann ich nicht machen. Okay, der Hund wird uns nie wieder verfolgen. Im Rest des Spiels, aber das ist mir zu. Nee. I should have known. Oh mein Gott. Okay, armes Hundi. Richtung Parkplatz natürlich. Mach mich nicht fertig, ey. I think we just made that dog our bitch. Ah. Get it? Now we can snoop in peace. But let's not waste time. Das gefällt mir viel besser hier gerade. The doggy is busy now, but he might come back. Ja, das ist schön, aber das ist nicht so schlimm. Ja. Oh. Wir bringen keinen Hund um in diesem Spiel. Auf gar keinen Fall. Gut, schauen wir mal. Was hast du hier Dreckiges zu verstecken? Damn, I thought my room was a shithole. Dreckig ist es auf jeden Fall. You're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Mhm. Was hat es damit auf sich? Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? Ja, yes, klar. We'd be tearing up the highway. And you'd probably want me to kiss you again. Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. I know. Just daydreaming. Na klar. Okay. Sehr, sehr gut. Ach so, weiter geht's. You scope the area while I hack his computer for info. Ja, mal sehen, ob du das hinbekommst. Frank ist das dreckig is hier. A made-for-TV hoarder. This place is nasty. MTV Cribs, Freunde. Hey, come in. Come in and find out. Baseballschläger. I doubt Frank is trying out for the Arcadia Bay Brewers. Alter, wie sieht's hier aus, Mann? The archetypal filthy guy dishes. Das ist ja echt übel. Mein Gott. Aber die Pizza sieht gut aus, muss ich sagen. Und da ist ein Messer. Good to know Frank has a knife lying around. Warum liegen echt viele... Ja, ja, ja. Hier liegen echt viele Waffen rum. Also zwei. Erstmal. Wir haben gerade mal zwei gefunden. Vielleicht liegt hier noch mehr Hundefutter. I think the doggy likes his bone more. Ja, das glaube ich auch. Futternapf. Pompidou? For reals? That's a poodle's name. Pompidou. Okay, das ist echt ein übler Name für einen Hund. Vor allem für so einen Hund. Was haben wir denn hier drin? Presto, Chloe's gun. Should I give it back to her? Waffe liegen lassen. Chloe die Waffe geben. Oh Mann, ne. Oh, scheiße. Oh, ne. Warum? Ich war so froh, als die Waffe weg war. Ich werde sie nicht wieder nehmen. Nein, die Chloe wird nur Scheiße damit machen, habe ich das Gefühl. Da das aber eine Big Decision ist, werde ich auf jeden Fall erstmal die Waffe der Chloe geben. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber ich lasse sie eigentlich. Ich will sie gerne liegen lassen. Das ist sicherer. Soll er Frank da irgendwie in erschießen? Hauptsache nicht uns. I have a terrible present for you. Ugh, an ounce of dank bud? Oh, you so rule, Max. Thank you. I feel so much better now. You better bring it back to David right away. Yeah, sure. I'm on it.
Wird sie niemals tun. Das tut sie nicht. I might regret this, but I can't let Frank hurt someone. Das liegt nicht mehr in unserer Verantwortung dann. Ich werd dir die Waffe nicht geben. Das ist mir zu unsicher hier gerade. So, Schrank öffnen. Waffe liegen lassen. I might regret this, but I can't let Chloe hurt someone. Ja. Or get hurt. Ja, oder das. Das ist beides sehr schlimm. Ein schönes Poster. So. Das reicht. Was für ein Sessel, der sieht ja super neu aus. Was haben wir da? Funkscanner. Frank must have a reason to keep a police radar nearby. Okay, ja. Whoa, what the hell is he doing with that dog? Stop it. Was findest du denn da bitte? Lenkrad. That would be so cool to take this baby on the road with Chloe. Dann mach das doch. Ist hier sonst irgendwas? Ist nichts. Go away. Anfallsreich. So, okay, Futternapf haben wir, Hundefutter haben wir, Flasche haben wir noch nicht. Can't quite picture Frank and Chloe drinking beer and hanging out. Warum nicht? Kann man hier einen der Schränke aufmachen? Nee, doch, hier. No prize here. Nix drin. I cannot believe he would wear a collar and a furry mask. You're dumb. Ich. Hier ist nichts mehr, dann gehen wir weiter nach hinten. Messer haben wir. Was ist im Kühlschrank? Nix. Okay. Hi-Fi-Anlage. Nice rig. Glad Frank treats something here with respect. Mhm. Schokoriegel. Of course Frank gets the munchies. Wovon bloß? Plastikbeutel? Frank must spend all his drug money on baggies. Recycle, dude. Nee. Macht er nicht. Max, you didn't tell me you took photos of Frank in action. I'm seriously ignoring you. Was? Waschbecken ansehen. Wow. How can somebody live like this? Also. Was ist das für ein Spiegel? Ist der kaputt oder ist er einfach nur dreckig? Wahrscheinlich beides. Alright. So, was haben wir hier? Das ist das Schlafgemach des feinen Herrn Frank. Ansehen. Too bad I don't have my Frank Bauer's decoder ring. Steht da? Nachotti? Nacho. Nacho? Mick, Katie, Bruce, Johnny, Tank. Keine Ahnung, was das bedeutet. Medikamente. Are these for Frank or is he selling them? Or both? Oh, both, ja. Wahrscheinlich beides. So. Was ist das? That's a pretty extreme lighter. Hm. Okay. Ein Buch? Was liest er denn so? Is Frank going to deal online now? Da will jemand expandieren, wie es aussieht. Also Leitfaden zum Handeln im Web für Noobs. Ja, super. Versuch das mal, mein Freund. Versuch das mal. Ein Schrank. No more secrets. Hm. Ist denn nix hier drin, Junge? Was ist denn das? Ooh, Frank's Stash. Hm. Na? Nein. Sieht nicht so aus. Sie wollte es gar nicht nehmen. Ein Foto. That's almost cute to see Frank posing with his dog. Das, wir können dem Hund nichts tun. Das kann man nicht bringen, der arme Frank. Obwohl er ein Kackdrogendealer ist und ziemlich crazy. Aber er kann ihm seinen Hund nicht umbringen, weil die scheinen glücklich zu sein miteinander. Lüftungsschacht öffnen. I could pry this vent open with the right tool. Hm. Okay. Dann muss ich hier einen Lüftungsschacht nochmal. Ein Werkzeug finden dafür. Okay, this vent is loose. I need something to pry it open. Hm. Was kann man denn dann nutzen? Vielleicht das Messer? This is almost as good as a set of keys. Sehr schön. Da haben wir doch den Salat.
Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.